Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitrunden DFB-Pokalspiel. Ich darf die beiden Trainer bei mir begrüßen. Wie das so üblich ist, gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Schmidt, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, es ist nicht so einfach, direkt nach dem Spiel da gescheite Worte zu finden, vor allem weil es eigentlich ganz ein anderes Spiel war, 80 Minuten, und die letzten 10 Minuten haben wir es weggeschenkt. Geduldig waren wir. Kontrolliert waren wir, nichts zugelassen, bis auf ein, zwei Torschüsse in der ersten Halbzeit und ein, zwei in der zweiten Halbzeit. Dann haben wir gewechselt. Wir brauchten dann ein Standardtor, als Dosenöffner. Und dann ging es eigentlich darum, das Spiel weiter so fortzusetzen. Der Gegner wurde nicht viel aggressiver. Ich glaube, der Gegner war in der 75. Minute eigentlich bespielt. Die waren, anders gesagt, wir hatten die im Griff. Und haben es dann geschafft, in den letzten 10, 12 Minuten den Gegner nochmal aufzubauen durch unsere Unzulänglichkeiten, durch Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung, durch irgendeine Körpersprache, die sich eingeschlichen hat. Und so haben wir es geschafft, so ein Gegner, so ein Spiel, das klar auf unserer Seite ist, vor allem wenn man die Werte und die Daten und das alles sieht, da darf man jetzt gar nicht mehr drauf gucken, haben wir es geschafft, den Gegner wieder aufzubauen. Die Gefährlichkeit in der letzten Zone, die wir vor dem Spiel angesprochen haben, die haben wir dann gesehen und dann das Spiel noch aus der Hand gegeben. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur ich mich dermaßen ärgere, sondern drin ins Team auch mal ärgert, auch mal laut untereinander wird, weil das müssen wir mal ansprechen, klar ansprechen, weil es kann nicht sein, dass wir so im Teamverbund solche Spiele da hinten raus wegschenken. Es tut mir leid für den Verein, für die Fans, für alle rundum. Das ist eigentlich unzulänglich, wie wir das Achtelsfinale verspielt haben. Und deshalb werden wir das sicher klar morgen ansprechen. Und ich werde mich sicher beim Verein entschuldigen, weil das ist fahrlässig, wie wir da eigentlich Geld in den Sand setzen. Dankeschön. Vielen Dank. Kommen wir zu dir, Stefan. Dein Fazit, dein Resümee. Erstmal von mir, schönen guten Abend. Ja, ich glaube, ich habe es einen Tick anders gesehen. Ich glaube, auch gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, waren wir sehr diszipliniert aus dem Abwehr-Mittelfeld-Pressing. Zwei halbe Möglichkeiten des Gegners zugelassen. Ein Gegner hat mal früh geflankt, da ist mal so einer durchgerutscht. Aber auch da schon hatte ich so den Eindruck, in meiner Wahrnehmung hatten wir die beiden klaren Möglichkeiten gehabt. Gerade auch ein Abschluss von Sebastian Freis. Den hat er letztes Jahr gemacht, genau in der Situation von dieser Position kommt. Das ist eigentlich für ihn todsicher und ich war genauso in der Schusslinie gewesen. Er geht dann im letzten Moment noch mal ein bisschen nach außen weg. Also, dann hat Benedikt Kirch mit dem linken Fuß nach einer schönen Variante, nach einer Eckball-Variante, auch den kann er. Auch dann, wenn Mainz mehr Spielanteile gehabt hat, auf jeden Fall, waren wir da, aber ein Tick gefährlicher. In der zweiten Halbzeit war es dann einfach so, das stimmt, da war der Gegner stärker. Der Gegner hat immer mehr gedrückt. Wir haben dann selber diese Pressing-Höhe nicht mehr so halten können wie in der ersten Halbzeit. Und aus einer Standardsituation dann macht der Gegner das 0-1. Danach gibt es noch, glaube ich, eine Riesenmöglichkeit. Sascha Burchardt hält ihn da überragend zum 0-2. Da wäre das Spiel gelaufen gewesen. Aber so gab es halt immer wieder Räume und dann haben wir gewechselt. Wir haben dann Dosen gebracht, damit er Bälle hält. Und wir haben mit Sercan Zarrara jemand gebracht, der einfach dann aus der Tiefe kommend diese Tempo-Dribblings hat, weil wir dann schon noch gesehen haben, dass es Räume gegeben hat. Es ist halt immer so, wenn eine Mannschaft viel Ballbesitz hat, dann bist du in so einem Flow, in so einem, du achtest nur auf den Ball noch und wir kennen diese Phasen. Und darauf haben wir dann so ein bisschen auch gesetzt, dass dann dieser Umschaltimpuls nicht ganz so da ist. Und das hat Sercan Zarrara dann überragend genutzt mit einem tollen Tempo-Dribbling. Das war gewollt. Und im zweiten Tor war es einfach dann auch ein Sprintduell auf der Außenbahn. Wir wollten es dann nochmal breit anlegen mit Veton Berisha, weil er einfach auch eine Sprintfähigkeit hat. Die ist enorm. Die haben auch nicht viele in der ersten Liga. Übersprintet dann seinen Gegenspieler, kommt nach innen. Ja, dann sind wir mit viel Personal dann im 16er und vielleicht wollten wir dann zu dieser Phase dann eher so das 2-1 als der Gegner und haben uns dafür dann belohnt. Schlussendlich natürlich, sagt jetzt ein Trainer, glücklich aufgrund der Zeitfolge der Tore, aber nicht ganz unverdient. Vielleicht kann man uns so stehen lassen, auch wenn es Phrasen sind, aber so habe ich es gesehen und ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Du kommst gegen Europa-League-Teilnehmer zurück nach Rückstand.
Auch dann, wenn wir irgendwann mal das Gefühl hatten, wir sind platt, haben wir trotzdem gefightet und das war ein Pokalfight heute Abend und ja, bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Zeit für Ihre Fragen. Wir bitten um ein kurzes Handzeichen, damit die Kollegin das Mikrofon reichen kann. Klären wir alles im Nachgang. Dann für unsere Journalisten nur kurz der Hinweis, dass morgen bereits die nächste Pressekonferenz ist. Sei erinnert, dass sie diesmal auf der Consumenta stattfindet, im Messegelände in Nürnberg. Treffpunkt ist 13.50 Uhr an der Messeleitung, am Infopoint, am Eingangsbereich beim U-Bahn-Eingang. Und ja, dann bis morgen und unseren Gästen einen angenehmen Nachhauseweg. Danke fürs Kommen. Tschüss.